Ja, und da ist der Guzor wieder. Und was haben wir? Den ersten von zwei richtig geilen Angriffen. Der zweite, der kommt natürlich hinterher. Der Hofi hat hier was reingeballert und das ziehen wir uns jetzt mal rein, bitte. Und zwar, guckt euch das an. Ja, ne, normale Base, normale Base. Guckt bitte mal einfach nach links. Und guckt mal nach rechts. Das ist im Champion-Bereich. Der hat mit dieser Base, also nicht Hofi, sondern Puya McVeigh aus Kings Tower, hat mit dieser Base, zieht euch das mal rein, das ist nicht mal ansatzweise maxed out 8, nicht mal ansatzweise, hat der einfach mal Champion gemacht. So, und jetzt ziehen wir uns das Zeug mal rein. Klar, ich sag mal, das hätte man jetzt sogar mit weniger Truppen reißen können. Guck mal, ich meine, klar, der hatte immerhin die Maxed Magier drin. Aber klar, mit den Lava-Hunden geht das. Und jetzt gucken wir mal, da wird es garantiert gleich krachen. Babam. Und zack, sind die Magier weg. Das wäre nämlich sonst richtig ins Auge, oder hätte ins Auge gehen können. Wisst ihr selber, die Magier, die splashen den Loons schon richtig einen rein. Also da, ihr seht auch, hier ist von den Loons nicht mehr so viel über. Also, da muss man wirklich oberstes Gebot, wenn Magier drin sind, besonders Maxed Magier, zack, weg, weg, weg. Egal was, wenn ihr einen Blitz habt, macht einen Blitz rein, knallt die weg. Sonst sieht es mit den Loons richtig schlecht aus. Beim Drachen hat man dann eher einen Vorteil, weil der ja wirklich nochmal gut auf Fläche geht. Der kann das relativ gut ab. Aber bei den Loons, boah, nee. Die gehen da richtig gut weg. Da war es gut, dass es die suchende Bombe war und nicht diese normale Luftbombe. Die gibt ja dann nochmal Flächenschaden. Und ja, wie gesagt, das ist ein easygoing Ding hier, ganz klar. Und da ist das gar kein Thema. Jetzt noch schnell die Queen geraged, ganz klar, dass die nicht so viel verliert. Und dann ist das super. Also wie gesagt, man kann sogar mit einem Rathaus 9, klar, hat man ja auch hier gesehen, hier Rathaus 5 Champion oder sowas, aber ist schon echt eine krasse Sache. Überleg mal, wie der suchten muss, wie krass der suchten muss, um in den Bereich zu kommen. Das ist schon ziemlich abartig. Aber läuft, würde ich sagen. Aber es ist ja nicht so, dass ihr noch was in der Hinterhand habt. Aber ihr seht das gleich. Keine Sorge, ihr habt exklusiven Zugriff. Bis dann. Ciao, ciao. Tja, und da bin ich wieder. Wie versprochen, gibt es natürlich nochmal das kleine Sahnehäubchen obendrauf. Ziehen wir uns das mal rein. Hofi, nebenbei. Das ist nicht Town Hall 8. Das ist Town Hall 7. Bitches! Richtig geil. Also, was geht da ab, Alter? Was geht da ab? Das ist auf jeden Fall ein Thumbnail wert. So eine Base im Champion-Bereich geht ja mal absolut gar nicht. Das ist mega awesome. Also, ich würde mal sagen, da hast du dich ein bisschen gefreut, oder? Also, richtig geiler Scheiß. Das ist endfett. Und dann sogar ein bisschen Loot. Ich meine, verhältnismäßig ist es ja nicht mega Loot, aber was will man mehr? Ganz ehrlich, mit so einer Base. Also ich denke mal, da bist du im Dreieck gesprungen. Und immerhin, ich meine, wenn man überlegt, klar, hätte man die Base jetzt, wenn es jetzt eine fette Base gewesen wäre, hätte man jetzt nur einen Stern geholt, klar, hier drei Pokale nur, aber so immerhin noch 9. Und wie gesagt, das Ding wird mal garantiert nochmal. Und dann mache ich mal kurz einen Screenshot. Alter, ist das ein krasser Scheiß, ey. Und zack, fette Base. Richtig nice Aktion. Das ist ein richtig geiles Ding gewesen. Jetzt kommt hinten dran noch ein Raid vom Hispro. Hofi hat auch schon wieder gelieft. Alles in Ordnung, das passt. Hier, guckt euch das mal an. Genauso krass. Hier, guckt mal. Hier ein richtig, richtig fetter Raid. Nicht in dem Bereich, aber Gold 3 ist doch vollkommen in Ordnung. Und diese Raids wollen wir sehen. Wir wollen nur richtig kranke Scheiße sehen. Weil, wie gesagt,
für ein 20, 30k-Raid macht man sich nicht die Mühe und guckt und man will entertained werden. Fertig. Und das ist Entertaining pur auf höchstem Niveau. So soll es einfach mal sein. Ein 50 und was will man mehr? Klar, für die Truppen, sag ich mal, ist nicht viel mehr drin, ganz klar. Die Kobis holen hier noch den letzten Rest raus, saugen die Base noch richtig aus und dann passt das. Also richtig geiler Scheiß. Also ich sag mal wirklich, dafür könnte ich Eintritt verlangen. Dafür könnte ich einfach mal Eintritt verlangen. Aber wie gesagt, für euch wird das einfach mal gemacht, ganz klarer Fall. Ja, die Kobis, klar, die hatten dann da keine Chance mehr, also das passt. Alles nice. Also richtig geiles Zeug heute gekommen. Richtig geil. Das soll's. Na, ich guck mal, ob wir hier noch ein richtig geiles Ding haben. Mal gucken. Na, das soll jetzt wirklich nur noch... Gucken wir mal. Ja, komm hier, 500k. Nice, komm. Also etwas über 600k wären machbar. Mal gucken, was hier kommt. Wo wir dabei sind. Auch wieder Town Hall 7. Da kann der Angreifer halt eben auch nicht viel höher gewesen sein, weil der Loot halt eben sonst nicht so krass gewesen wäre. Also echt geiler Scheiß. Ja, ich wollte schon sagen, das klappt doch locker hier mit den 50. Das geht doch mal richtig locker. Also mit einem 5er King, da kommst du noch richtig gut rein. In der Unterstützung mit 66 Kobis, mit 66 Bogies, da geht noch was, auf jeden Fall. Ja. Na genau, fast noch das Rathaus gesnackt. Was will man mehr? Geiles Ding. Gucken wir mal hier, ob ich euch noch ein bisschen was zuwerfen kann. Guter Stoff für meine Mauern. 200. Ja, das ist immer. Ja, da in Mauern, wisst ihr selber, kann man richtig investieren. Ah, das ist so grenzwertig. Ich lasse ihn schnell durchlaufen. Klar, easy money, brauchen wir nicht drüber reden. Aber wie gesagt, das ist halt nicht so diese ganz krasse Sache halt. Wisst ihr selber. Wenn man da wirklich diese High-Level-Sachen sieht, klar dagegen. Aber wie gesagt... Wie gesagt, dafür habt ihr mich abonniert und wie gesagt, dafür könnt ihr natürlich auch den Clash gegen Hofi abonnieren, wenn ihr da auch so ein Zeug sehen wollt. Da, ja, wir teilen uns die Raids so ein bisschen auf. Mal kommt was mit bei mir, mal kommt was bei ihm, weil ich ihm da so ein bisschen noch helfen will, da so ein bisschen reinzukommen. Und dann ist das eine ziemlich nice Aktion hier. Ja, komm, auch den hauen wir noch kurz durch. Aber auch nur im Schnelldurchlauf. Aber klar, lässt man nicht liegen, logisch. Also ich meine, den hätte ich auch nicht liegen gelassen. Aber wie gesagt, ist halt eben jetzt für Guzor Videos, sage ich mal, 300 von beidem? Ja. Oder eben, wie gesagt, einen fetten Angriff als solches. Also was weiß ich hier, go wipe, go wee wee, wie auch immer. So eine Sache natürlich gerne, gerne, gerne. Und wie gesagt, ich werde da auch, denke ich mal, noch einen Fail-Clan aufmachen. Für wirklich richtig Sachen, die richtig, richtig fail gegangen sind. Ja, nice. Hier sowas. Und dann so wenig Barbaren dabei. Wird hier passen, wird reichen. Aber ist eine knappe Kiste, beziehungsweise hätte eine knappe Kiste werden können. Also... Das passt, aber ich denke auch, da wird es mit den 50% schwierig. Ist meine persönliche Meinung. Das wird relativ schwer, aber ist ja egal. Dann auch ein 2er King. Also ich glaube mal, das hast du einfach mal gebraucht, dass du damit richtig was reißen kannst. Ganz klar, wenn der King auf 2 ist, da gehe ich mal davon aus, wirst du nicht die High-Level-Base haben. Und dann ist das natürlich, ja, wie gesagt, 25%, aber drauf geschissen. Ich meine, wir haben Loot, kommt. So. Ja, schade, 1,2 Millionen, den hätte ich gerne gesehen. Ja, ist aber auch trotzdem nice. Und
Guckt mal, hier sehen wir nicht einfach nur einen Inaktiven, sondern der ist aktiv. Da hast du noch Glück gehabt, dass der nichts in der CB hatte. Und da sehen wir halt, ah, ich hätte, ganz ehrlich, na, guck mal hier, genau, 150.000 haben wir noch in Lagern. Ich hätte nämlich gedacht schon, ja, die Lager sehen nicht so wirklich leer aus. Und von daher ist das dann schon ein bisschen mehr tricky. Was kann man machen? Was kann man machen? Kommt man da noch durch? Aber mit dem 7er King geht da noch was. Außerdem, du hast den Heal. Wenn du es richtig anstellst, kommst du noch rein. Das ist nicht das Problem. Ah, ich, ganz ehrlich, da hätte ich den King vorgesetzt. Klar, der King wird bestimmt außenrum rennen, sag ich mal. Ja, hier. Heal auf dem Kobis bringt bei dem Massenbeschuss gar nichts. Also du hast Glück gehabt, dass sie noch so weit gehalten haben, aber du hättest definitiv den King rein. Aber wie gesagt, wo wäre der King hingerannt? Wir wissen es doch selber. Wenn man ihn drinne braucht, dann rennt er draußen rum und andersrum genauso. Der denkt sich doch eh, oh, hey, der Spieler ist mir doch scheißegal. Ich renne da lang, wo ich will. Na, ja, ich meine, die 50 kriegst du noch, das ist kein Thema. Da suchst du dir eine Ecke. Ja, 50 hast du noch gezogen, dann war gut. Meine Haare liegen nicht. Ja, gar nicht hier. So. Pokis, zieht euch das rein. 54 Pokis. 54. Das hätte der Hofi garantiert auch gerne. Er ist gerade am Lachen nebenbei. Ja. Bin gerade mit ihm im Skype. Wobei du da echt Luck gehabt hast, hättest du ein bisschen, da hättest du Pech haben können, dass die dir wirklich die Loons komplett gezogen hätten. Aber wie gesagt, so eine Sachen hier, da geht es dann nicht um den Raid, sondern einfach nice, 54 Pokis gezogen, läuft bei dir. So muss es sein. Das erinnert mich ja fast an den CW, den ich gewonnen habe. Einwandfrei. 54. Richtig, richtig geil. So, das war dazu. Hier. 4 Hexen, 4 Packers. Was wollen wir mehr? Ich fühle mich heute wie ein krasser Stadionmoderator. Und was sage ich immer? Hexen in Massen. Weil die Hexen spawnen ihre Skelette und die Skelette sind wirklich eine Art Schutzschild. Wirklich, eine einzelne Hexe kann schnell gefickt werden. Aber wirklich, wenn du die Masse an Hexen hast, dann geht da richtig gut was los. Auf jeden Fall. Und hier, klar, Pekka spielt Schutzschild. Mega geil. Mega geil. Und jetzt sogar noch fette Pekkas mit Level 3. Richtig geil. Da muss man halt gucken, dass man dann nicht unbedingt gerade die Teslas erreicht. Und dann ist man da richtig gut bei bedient. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber, ja, ein paar Mauerbrecher wären natürlich geil gewesen. Oh, Glück gehabt. Glück gehabt, dass die Hexen nicht in der Riesenbombe waren. Holy shit, da kannst du Pech haben. Da kannst du Pech haben. Ich meine, jetzt ist es in Ordnung. Das ist genau richtig aufgegangen, dass die Hitpoints vom Minenwerfer auf die Queen gegangen sind. Die Queen sagt, ach komm, ein bisschen Fläche, scheiß drauf. Aber die Hexen wären richtig down gegangen. Ah, okay, scheiß drauf, egal. Perfekt gewesen. Die Skelette haben richtig schön die Mine aktiviert. Einwandfrei. Alter, ganz ehrlich, top, top Ding. Sowas will jeder sehen. Schön noch das Dunkle gezogen. Packers geraged. Oh, echt geile Dinger. Richtig geile Dinger. Und wie gesagt, sowas will man dann sehen. Klar, jetzt hier Tesla und Packer kommt nicht so schnell ran. Der Packer geht down. Klar. Ganz klarer Fall. Nice Angriff. Two-Star. Klar, mit anderen Truppen hätte man da komplett Gas gegeben. Aber, ey, was will man mehr? Alles cool. Wir haben was gesehen, was wir sehen wollten. Toni, jetzt muss ich mal gucken, ob ich den schon hatte. Ich weiß es gar nicht mehr. Ist aber auch nice. Der ist auch cool. Normal Barge, aber halt
Wirklich, da mit 400k ist man schon richtig gut dabei. Das ist nice. Und alles weg an Gold. Klar, der Minenwerfer ist böse gestellt. Der ist echt böse gestellt, dass man nicht so ganz easy rankommt, aber du hast es noch geschafft. Coole Sache. 50k übergeblieben, passt, alles gut. Kein Thema. Da reißt dir keiner den Kopf ab für. Kriso? Corona? Ich weiß es nicht. Ja, komm, hier, den haben wir auch noch raus. Ja, aber hier auch, der hat auch sein Rathaus nicht wirklich ansatzweise ausgemaxt. Sehen wir einfach mal. Der ist auch einfach früh hochgegangen. Hat noch gar nicht Gas gegeben. Da war noch gar nichts. Da passierte nicht wirklich was. Aber sowas muss es auch geben, ganz klar. So ein 50. Klar, Rathaus ziehen wird nichts mehr. Abgebrochen, fertig. Einwandfrei. So, dann sind wir jetzt, glaube ich, durch. Ja, vor 7 Stunden. Ja, Gusur. Overkill. Komm. Da hast du mal richtig Gas gegeben, wa? Ja, klar, ich meine, der Magierturm, da passiert nicht viel. Klar, geht auf Fläche, aber da passiert ja nicht viel. Aber der Boogie-Turm halt, wa? Da, und jetzt hast du dir gedacht, komm, ey, jetzt geht's richtig los. Und da sehen wir wirklich Rage im. Hier, guck mal, die waren schön lange auch im Rage drinne. Die Luckys, für die reicht's nicht mehr, glaube ich. Nee, aha, gerade als der Lucky rein wollte. Ja, da hast du dann gesagt, komm hier, jetzt lass ich nichts anbrennen. Aber ich meine, komm, lootmäßig war auch ordentlich was am Start. Also es ist jetzt nicht so, dass du, wer weiß, wie Loot verbraten hättest. Also von daher alles cool. Das ist eine lohnende Investition gewesen. Passt. So, jetzt müsste ich da aber wirklich durch sein, ey. Gucken wir mal Elias noch rein. Ich will hier jetzt keinen. Ah, nee, das. Auch nicht schlecht, okay, aber dann muss auch für heute gut sein. Ich hoffe, ich habe keinen übersehen. Ja, ich würde mal sagen, also vom Feinsten trifft es genau. Ich wünsche euch einen super, super, super schönen Resttag. Reingehauen, Leute. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao, ciao.